Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, in diesem Video, ich bin hier, wie man unschwer erkennen kann, am Nürburgring. Ich habe gerade selber 2 Runden am Stück gedreht, war ganz nice. Und ja, jetzt ist die Strecke wieder dicht, deswegen sind wir jetzt hier auf dem Parkplatz. Deswegen nutzen wir die Gelegenheit und werden was essen. Und ja, war auf jeden Fall ziemlich geil. Im Vergleich zu gestern ist heute Samstag und heute ist verhältnismäßig echt leer. Also gestern war hier echt, brannte die Hütte. Da war das echt so, dass man vom hier zum Brünnchen, wo hier jetzt die Auffahrt ist, zum Brünnchen brauchte 4,5 Kilometer, brauchte man locker 2,5 Stunden, weil einfach die ganzen Straßen voll waren und gar nichts ging. Karfreitag ist auf jeden Fall so, dass die Leute von allen möglichen Ecken herkommen und hier fahren und hier einfach das Event mitnehmen wollen. Das ist aber auch irgendwie so das Problem, dass hier einfach das Verkehrsaufkommen nicht zu regeln ist. Bullen gab es ja auch eine Menge, aber die waren eher zur Koordination und Organisation da. Die haben jetzt hier keine Kontrollen gemacht oder sonstiges. Das war auf jeden Fall ganz nice. Auch mal für die Leute, die ein bisschen Schiss hatten, also das war eigentlich gar nicht so berechtigt, sage ich mal so. Da habe ich mitbekommen, jetzt durch WhatsApp-Gruppen, dass in anderen Treffen, die einfach so stattgefunden haben, Karfreitag am Baumarkt oder wo auch immer man sowas startet, dass da deutlich, deutlich mehr los war. Ansonsten, wie man sieht, Ring ist hier immer noch dicht. Okay, da nicht so viel. Wir gucken jetzt auch mal. Heute haben sich auch schon wieder einige Leute zur Schau, sind gestern auch einige Leute. Aktuell, also jetzt gestern, heute, was ich so mitbekommen habe, war der Ring maximal immer so eine halbe Stunde auf oder dreiviertel Stunde auf. Das ist schon derbe lange und dann war schon wieder gesperrt für locker, weiß nicht, eine Stunde oder länger, weil wieder ein Unfall passiert ist. Also da ging echt einiges heute oder gestern zu Schrott. Das war immer leider für jeden, der echt Pech gehabt hat. Tut's mir leid. Ich bin froh, dass ich meine 2 Runden heil überstanden habe. Ansonsten, ja, ist auf jeden Fall, macht derbe Spaß zu fahren. Ist aber trotzdem so, dass man immer, oder ich jedenfalls, noch nicht so der perfekte oder der noch anfängende Fahrer bin. Ich habe immer Leute halt im Nacken, die auch Druck machen. Da muss man auch gucken, dass man da auch ein bisschen frei macht und dann auch trotzdem noch die Zeit nutzt und die Möglichkeit nutzt, die Strecke auch kennenzulernen und auch anständig zu fahren. Und ja, eben mal in der zweiten Runde gab es auch wieder schon einen ziemlich krassen Unfall. Das sind so von den Renault-Megane-Dingern, die auch richtig viele hier rumfahren, haben sich hier, ouch, ich setze gerade mit so einem Auspuff raus. Haben sich da auf jeden Fall wieder einige Leute zerlegt und das war mal sehr ärgerlich. Ansonsten, ja, wir freuen uns jetzt auf nicees Food und anscheinend wird der Ring jetzt wieder aufgemacht. Ne, die suchen nur einen Fahrer. Und jetzt gehen wir erstmal nicees Essen und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und das Wetter ist auf jeden Fall durchgängig geil. Gestern war gut, heute ist noch relativ warm. Gestern wurde es gegen Abend relativ kalt, aber jetzt ist es noch relativ früh. Und ja, jetzt gehen wir was essen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, peace. Achso, habe ich noch ganz vergessen. Und zwar, wer mir ein bisschen mehr bei Insta gefolgt hat, sollte es auf jeden Fall machen. Ich bin da relativ aktiv und kriegt auch relativ, nicht relativ, ich kriege auch guten Zuspruch von den Leuten, die freuen sich auf jeden Fall auch über die ganzen Updates. Ja, folgt mir da und checkt das aus, was ich hier mache. Da kriegt ihr viel, viel mehr Eindrücke hinter die Kulissen als jetzt ein YouTube-Video, was ich hier so mache. Das war's heute von meiner Seite. Haut rein, wir gehen essen. Peace. Hey Leute, was geht ab? Bin gerade hier am Rasthof. Wir sind noch ungefähr 100 Kilometer vom Ring entfernt. Das Wetter ist bombastisch im Vergleich zu heute Morgen, minus 1 Grad, aber so läuft auf jeden Fall. Ich freue mich. Wir sind jetzt angekommen, mehr oder weniger in der Nähe von Brünnchen, haben jetzt hier einen Parkplatz. Parkwiese. Ist auch echt schon ganz geil, was hier so rumsteht an Autos. Eben noch ein geiler M3, ein neuer. Und ja, geht's ab Richtung Brünnchen. Vorhin war auch die Strecke gesperrt wegen eines Unfalls. Und ja, jetzt sind wir hier auf so einer Wiese und dann geht's erstmal gleich los. Unterwegs sind wir jetzt Parkplatz gefunden und kommen jetzt Richtung Brünnchen. Aber auf jeden Fall noch ein bisschen zu laufen. Man sieht, aber hier ist alles stau. Also bis gleich, ich hoffe einer von euch ist da, vielleicht
kennt er ja einen von uns. Juhu, wir sind angekommen. Wir müssen mal gucken, die Strecke ist. Die Strecke ist gerade gesperrt, war ein Unfall. Da fährt gerade nichts rum. Aber hier im bekannten Brünnchen, hier geht's ab. Gar nicht drauf, man sieht gar nicht raus. Strecke wieder offen. Endlich, nice. Genau, hier kriegt ihr mal ein bisschen einen Blick auf Brünnchen, wenn ihr es noch nicht kennt. Da hinten ist so ein bisschen so Imbissbuden, da kann man sich was zu futtern holen. Hier ist die Strecke direkt bis hier eben hoch. Hier ist der Parkplatz und hier stehen ein paar Autos rum. So, und uns ist jetzt so kalt geworden mittlerweile und die Strecke ist jetzt schon wieder dicht. Irgendwie geht es den ganzen Tag heute auf zu und wir machen jetzt auf die Wiege und sehen uns hier morgen wieder. Hier haben sich auch einige Leute zerlegt heute mit dem Auto. Also ich glaube, wir waren jetzt hier gute 3 oder 4 Stunden oder so. Ne? Und ja. Waren, glaube ich, 4 oder 5 Mal war da ein Abschlepper unterwegs. Und da hat er einen eingesammelt, also das ist nicht ohne hier lang zu ballern. Und man muss auf jeden Fall mal auf der Hut sein, dass hier nichts passiert, wenn man selbst unterwegs ist. Ja, auf jeden Fall, einige Autos haben sich heute hier abgeschossen und zerschrottet. Einige freuen sich immer, ich nicht. Ich bin jedes Mal wie traurig, wenn das jemandem passiert, weil wer wünscht einem irgendwie sowas? Das ist natürlich mega kacke. Also immer ärgerlich, wenn was passiert. Und ja, wir freuen uns jetzt gleich aus warmem Auto. Koch neue Hater, Hater. Denn die Alten sind jetzt Fans von mir. Ich koch neue Hater, Hater. Denn die Alten sind jetzt Fans von mir. Wer war schon seit Tagen? Jo, das Gefühl, wenn man zu Hause ist, wenn man nicht mal mehr das WLAN-Passwort eingeben muss hier im Hotel. Echt geil. Ja, wir wollen jetzt gleich erst mal was futtern gehen. Gucken wir mal, was hier Trier so zu bieten hat. Und dann, da ist jeder am Start. Ups. Wer steht da? Wer muss sich auf Straße ausladen? Ups, war aus, nicht versehen. Jetzt hole ich mir gleich hin. Wetter ist gigantisch. Ist noch verhältnismäßig leer im Vergleich zu gestern. Der war nice. Ich freue mich. Wie man sieht, leider kein Betrieb. Gerade war ein Unfall, wir wollten rauffahren, aber da ist schon wieder die Schranke dicht. Mal gucken, wann es wieder aufgeht, wann es weitergeht. Jetzt erstmal ein bisschen.
Jojo, wir sind jetzt wieder durch. Zwei Runden gerade am Stück gefahren. Ende letzte zweite Runde war wieder ein Unfall. Ich glaube, zwei Renault Meganes ineinander und irgendwie noch ein anderes Auto. Da ich noch nicht so schnell bin, bin ich an denen vorbeigefahren, als der Unfall passiert ist. Ja, und hinter mir war frei, war auch ganz gut. Ich konnte die ganze Strecke so gesehen für mich nutzen. Macht auf jeden Fall Spaß. War derbe geil. Auspuffsound ist mega laut jetzt. Weil das Ding auch ordentlich heiß gefahren ist. Ja, nein. Ich muss tatsächlich sagen, dass es ziemlich krass ist zu fahren. Also heute ist auch super viel los. Das heißt, man hat die ganze Zeit einen am Arsch klebt. Und die fahren auch echt einen heißen Stiefel. Das sieht man auch. Und ja, ich denke, dann passieren auch ganz schnell irgendwelche Sachen. Ich bin auf jeden Fall auch froh, dass ich hier heil rausgekommen bin. Natürlich fährt immer eine Gefahr mit. Und ja, selbst erfahrene Leute schießen sich auch hier ab. Also das waren auch alles ganz gut getunte Autos. Ne? Ja, und die Renault Megans. Das ist ganz heftig. Also, es wäre wahrscheinlich klüger für mich, direkt mal an so einem Wochenende zu fahren, wo jetzt nicht so viel los ist. Abgesehen von Karfreitag, um die Strecke noch besser kennenzulernen und alles Mögliche. Aber einfach, das Event trotzdem ist geil, hier Karfreitag da zu sein. Aber heute ist vom Gesamtaufkommen hier deutlich weniger los als gestern. Also gestern kommen hier wirklich alle für einen Tag her. Warum das so ist, weiß ich gar nicht. Wenn einer das weiß, sagen. Und also es gibt keinen Stau, man kann hier locker von A nach B fahren im Vergleich zu gestern, wo du eine Stunde für einen Kilometer gebraucht hast. Aber davon abgesehen auf jeden Fall verhältnismäßig leer, aber trotzdem voll. Genau, jetzt sind wir hier bei der Ausfahrt. 30. Sad guy. Hä? Das war einer von den dreien, ne? Oder? Hier gibt's Tickets. Hier kleine Mädchen. David Steiner, da geht's jetzt hin. Hier ist die Zufahrt. Krass, schon wieder dicht? Nee, immer noch dicht. Voll gesund. Ey. Doppelt so gesund. Jojo, was geht ab? So. Ja, gerade wieder eine Runde gedreht, war derbe nice, richtig gut gefahren, fand ich. War auch relativ frei, konnte mich auch ganz gut konzentrieren. Und derbe geborgt, die habe ich auch mal aufgenommen auf Video. Und die wurde euch wohl auch mal vorgestellt bei YouTube. Ansonsten Motörchen läuft super. Gerade die 106.000 klar gemacht, direkt auf dem Ring. Ja, ganz nice. Mir geht's gut hier. Brünnchen erst drei. Yeah! Aber gerade war wieder ein Unfall und deswegen ist die Strecke wieder gesperrt. Aber wir sitzen hier im Warm. Da! Da! Baf! Baf! So, jetzt kommt noch der andere an.